Die Stuttgarter Wilhelma ist ein zoologisch-botanischer Garten und ich behaupte mal, selbst bei oberflächlicher Betrachtung reicht ein Tag keinesfalls aus, um nur einen annähernden Eindruck zu gewinnen. Immerhin ist dies weltweit eine der artenreichsten Einrichtungen. Wir gehen heute den Berg hinauf, vorbei an den Mähnenspringern, die zusammen mit den Gelada-Affen das Gehege teilen. Natürlich freuen wir uns auch, den imposanten Löwenmann zu sehen, aber es geht schnell weiter. Die Elefantenanlage ist ein weniger schönes Relikt aus alter Zeit. Zwar soll bis 2030 etwas Zeitgemäßes entstehen, schade nur, dass es für solche Optimierungen immer Vorschriften braucht. Hier von der EU. Der im Kölner Zoo 2004 eröffnete Elefantenpark wurde derzeit von anderen Zoodirektoren stark kritisiert. Heute laufen genau die diesem Ideal unter Zeitdruck hinterher. Wohl auch wegen der nicht unerheblichen Kosten. Mittlerweile sind wir bei den Schabrackentapiren. Die gehören zu den sehr freundlichen Zootieren. Mit ihren Pflegern gehen sie oft eine sehr innige Verbindung ein. Es sind eben total entspannte Zeitgenossen. Unser heutiger Zielpunkt ist das Affenhaus. Wir finden die Gorilla-Gruppe auf der natürlichen, aber vielleicht etwas kleingeratenen Freilandanlage. Da hat sich auch eine kleine Teichhuhnfamilie eingeschlichen, die ist vorsichtig. Wenig später sehen wir die Gorillas in den Innenräumen und da beschleicht mich trotz aller gut gemeinter Größe ein mulmiges Gefühl. Mir scheint der Innenbereich des etwa 10 Jahre alten Gebäudes mit seinem Betoncharakter überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das geht besser, wie zum Beispiel der Zoo Leipzig beweist. Doch kritisiert ist leicht und angesichts der insgesamt eindrucksvollen Haltung im Gesamtzoo solltet ihr das nicht überbewerten, sondern nur als meinen ganz persönlichen Eindruck hinnehmen. Immerhin waren die Kids an diesem Tag mächtig von ihren Vettern beeindruckt. Besonders der Hand-Hand- und Hand-Fuß-Vergleich brachte sie ins Staunen. Für heute soll es das gewesen sein, aber ich habe noch mehr aus der Wilhelma zu berichten. Deshalb dranbleiben und danke, dass ihr auch heute dabei gewesen seid. Bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.